Yo, Leute, willkommen mal wieder zu einer neuen Folge von Saft, Limo oder Alt mit Sendikowski und Falkonowski. Und Philipp, der Kamera wird uns verschiedene Sachen bringen, aber das Schicksal entscheidet wie immer, wer was bekommt. Ihr kennt die Regel, muss nichts erklären, ich starte einfach das Video. Wir reden nicht über meine Haare. Ich weiß, wie scheiße sie aussehen. Auch nicht also, über meine. Lasst es sein, in den Kommentaren über diese Haare zu reden. Es geht nur um die Unterhaltung, okay? Ich würde sagen, wir starten, oder? Und der abonniert den Kanal, der hat gestartet. Willst du nicht einfach so eine Cappy tragen? Boah, das steht mir nicht. Ich würde dir gerne. Oh, direkt Saft! Chillig! Ja. Obwohl ich eigentlich heute saufen wollte. Warst du so ein Shotty von etwas? Du hast so. Ey, sie waren alle ineinander. Ah, ich sehe schon, was du bekommen hast. Besser so, besser so. Ah, ich wollte gerade sagen, so. So ein Shotty würde ich auch mal gerne. Feiern, wenn Francesca am Ende des Videos betrunken ist. Nee, das ist das erste und letztes Mal. Ja, wahrscheinlich. Ich mach wieder Augen am Ende endlich wie letztes Mal, weißt du? Du darfst solche Ansagen nicht machen. Ja. Wer so ein bisschen da. Ja. Okay, wir beginnen die erste Runde mit. Du hast mitbekommen, was was war, ne? Was hatte ich denn nochmal? Du hattest. Ja, es fängt gut hast an. Hast du schon getrunken? Fall. Nee, Sandy hat eine lange, lange Pause gehabt, glaube ich. Ja. Oder? Ja. Was hat der Fall Alk. Hätte ich nicht sagen. Ja, jetzt bekomme ich das Sandy. Okay. Oh nein, wie eklig! So ein krasser. Ich kotze. Ist das Benzin? Ey, meins ist vegan. Ich hau, das war eine Bestrafung in einem Video. Aber Sandy, das ist gesund, das ist Bio. Boah, ich glaube, ich kotze danach. Ey, warte kurz. Boah, ich kann nicht. 80 Milligramm Koffein, ist das viel auf so eine kleine Dose? Das ist viel, oder? Das ist Bio. Hauptsache vegan, oder? Genau. Das ist. Aber, was ist das für eine Flasche? Ey, aber ich feiere die Verpackung. Das ist ein Motoröl. Ja. Ja, ja, ey, das gammelt so, junge Sauerkraut. Okay, dann zum Wohl. Das riecht nach so einem Baileys ähnlich. So. Das riecht oder? Voll, voll, ne? Ich hab auch Bock drauf bekommen. Es ist das so schmeckt, oder? Es schmeckt, ne? Boah, ich kotze. Stell dir vor, dass Jan ist so ein riesiger Fan davon. Er hat sich seine ganze Flasche so gegessen. Stimmt. Was oh, Jan von Gerd im Kopf, der hat es mitgenommen nach Hause. Kann ich das haben? Das ist nicht lecker. Und das tschüssi. Ist das war die beste Alkrunde für dieses Video, denke ich. Was, wie nach was schmeckt das denn? Das schmeckt voll sauer, ich denke. Kaktus? Da ist Kaktus drin? Hammer, oder? Schönes Bild. Aber. Also ja, okay, jetzt wo ich weiß, dass da Kaktus drin ist, schmeckt das irgendwie nicht auf einmal. Wie schmeckt das? Das ist so eine. Ja, das ist ähnlich wie Baileys, aber diese Plastikverpackung macht das ein bisschen so. Hart. Allgemein, so Alkohol und Plastik ist irgendwie richtig hart. Ja, boah, Leute, ich hab so richtig Gänsehaut von diesem Saft. Das ist einer für mich das ekligste. Ein bisschen Motorenöl für dich. Verpiss dich. Was war das? Leute, das kann nicht gut sein. Vor allem so eine Schneeflocke hier drauf. Das ist wirklich, glaube ich, so ein Putzmittel für Autoscheiben oder so. Was ist das? Eiskalt genießen. Okay, das ist vielleicht der Fehler. Schmeckt nach Kaktus, oder? Schmeckt nach nichts, aber ist okay. Guck mal, sieht auch Kaktus schmeckt nach nichts. Besser als Sauerkraftsaft. Ohne Witz, ich trinke lieber den ekligsten Alkohol der Welt, bevor ich nochmal Sauerkraft. Sauer. Ey, ich hab so ein Gefühl, dass ich Alkohol nicht treffe dieses Mal. Oh, diesmal ich Alkohol? Nein. Du brauchst gar nicht. Du brauchst gar nicht. Saft! Oh, dann krieg ich Limo. Oh, lecker. Aber gibt's auch leckere Säfte oder nur eklig? Klar gibt's leckere Säfte. Ah, das sind Spaß. 4%. Never ending Haze? Haze ist doch. Krass. Das ist was anderes, oder? Oder denke ich, was falsch war? Was ist Haze? Haze. Stone Haze, keine Ahnung, was das sein soll. Geile Verpackung auf jeden Fall. Der Schwibschwab brauchen wir nicht drüber reden. Ist geil, oder? Ich habe Johannisbeeren-Saft. Hier nochmal. Johannisbeeren! Johannisbeeren-Saft. Ich bin mal kommen, um einmal zu sagen. Beeren. Tschüss, ja. Tschüss, Bruder. Tschüss. Boah, ist das eklig, was ist das? Das glaubt wirklich mit Haze, gell? Der schmeckt so bitter. Boah, weißt du denn, wie Haze schmeckt? Von Erzählungen. Manche Leute können sich echt gut ausdrücken und Dinge beschreiben. Ich bin so ein Johannisbeeren. Aber der Saft davon ist so. Aber eigentlich ganz cool. Was laberst du? Also ich hatte gute Erwartungen, weil ich ein Fan von dieser Johannisbeeren bin. Beeren. Aber schmeckt gut, oder? Nein, Saft ist. Nee, geht nicht. Wahrscheinlich, weil es nicht süß ist. Direkt Saft, ist nicht gezuckert. Ich riech das schon. Ich riech das. Ich riech das. Na, man riecht's.
Ja, ne, geht gar nicht. Boah, das ist ja richtig sauer. Danke. Oh, wieder Saft. Aber bitte nicht wieder Alkohol, bitte. Limo. Oh Mann, ey. Ich sag's, wie es ist, ne? Ich werde dieses Mal nicht einmal Alkohol haben. Weil du willst, gell? Nein, ich sag nicht. Nee, nee, vielleicht, aber. Oh, halt, was tun, ey? Ich freue mich schon auf das Video. Das sieht doch die Weine. Bio-Früchte-Punsch. Was ist Punsch? Lecker. Punsch. Was ist Punsch? Das ist das Weihnachtsgetränk. Das ist Alkohol. Soll ich nicht umgehen? Salose. Ist das sicherlich nicht Alkohol? Da steht alkoholfrei, glaube ich. Ach so. Natürlich alkoholfrei. Und ich habe Gin Tonic mit 10%. Marte. Ist eine geile Flasche, oder Leute? Schreibt die Kommentare. Marte ist ja sowas wie Energy, ne? Boah, top. Ich liebe Marte. Ballert. Ja, aber eigentlich geht das klar. Stark, ne? Ja, in Dosen ist es immer richtig stark. Ja, das Gin ist schon sehr besonders. Es hat einen besonderen Geschmack, der austrocknen ist. Das heißt ja, was gut schmeckt, so süßlich. Sieht so witzig aus, diese riesige Flasche. Das ist so ein Alkoholiker, der ist ein Wein, so extrem. Ich sehe schon die Kommentare. Wieso trinkt du aus einer Flasche? Wir wohnen in einem Haushalt. Wir wohnen hier. Falco und ich trinken sowieso immer aus einer Flasche. Aus einem Klo trinken wir alle. Ich merke, wie ich besoffen werde. Ich ex das jetzt. Ja, ja, ja. Ex, ex, ja, ex, 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 ex. Doch, geht nicht. Allein wegen Rülpsen, das geht. Ich kann nicht so viel Freude. Okay, du darfst zwischendurch auch rülpsen. Ex, 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 ex. Ich schneide das so zusammen, dass ich cool rüberkomme. Boah. Ja, genau. Boah, da hab ich's geschafft. Ja, okay, es war geschnitten. Ich hab's nicht getrunken. Ich bin der Genießer, ich kann nicht so wie du. Boah, ich kann nicht. Ich bin nicht so wie du. Ich kann richtig gut schlucken und exen. No sexual, Leute! Da war ein weirder Flex gerade gewesen, ne? Okay, nächste Runde. Ich merke gerade, wie ich auf mein Leben nicht mehr klarkomme. Das geht echt schnell. Ich würde mich jetzt auf einen Shoddy von Ölgen etwas freuen. Komm. Ich muss sagen, ich hab einen Monat jetzt nicht getrunken. Same. Ja, okay, vielleicht ein bisschen Wein, aber. Das Universum hört mir zu. So, Saft! Ah, ich hab beide gezogen. Dann nehme ich mal. Ey, kannst du? Nein, das ist. Ich finde, mit Limo bist du immer top, aber so Saft kann auch echt eklig sein. Nee, ich glaube, wir haben echt gute Säfte. Oh. Was? Nein, nicht Apfel. Was das ist Wein. Das denn? Ah. Und nur gucken, ob das ein Korken ist. Da ist eine Birne drin. Nein. Ich wurde da drinnen. Warte mal, wie haben sie das da reinbekommen? Ja, stimmt. Man hängt diese Flaschen an Baum und sie wachsen dann rein. Nein. Ja. Früher also, ja, die nicht. Nee, man backt den Baum in die Flasche und dann tut man den wieder raus, oder? Meins ist eklig, Alter. Apfel. Das ist krass, weil die sieht nur so frisch aus. Ja, sieht top aus. Geil. Meine Limo ist einfach ein Energy Drink. Was ist der Begriff von Limo? Einfach süßes Kohlensäuregetränk, oder? Das kommt hin. Tropical. 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 Da muss man so tropikalische Musik einbauen. Da ist Ingwer drin? Mashallah! Ich muss sagen, ich hasse gelbes Red Bull. Ich glaube, ich habe es einmal getrunken. Aber ey, matchst du deinen Pullover, Junge? Stimmt! Falco, mach ich das mal so kunstwissenschaftliche Analyse drauf. Und? Ja, das ist Grappa. Das ist echt stark. Jetzt mach ich so. Ja, mach so erstmal. Grappa. Ich will die Birne haben, Alter. Boah, ich glaube, wenn du die schmiert. Birne isst, dann bist du so besoffen. Aber richtig schön. Das ja, war mein trink es Geschenk. Aus, wir machen die Flasche kaputt und wir beißen alle in. Auf Ex, oder? Wow. Ey, wie viel Prozent hat Grappa? Diese hier hat 40! 40 und jetzt trinkst du! Ich glaub es nicht mehr! Junge! Ich muss sagen, ich nehme alles zurück, das schmeckt gar nicht mehr so schlecht. Ich hab umso okay. Gehatet. Jetzt würde ich mich auf den Saft freuen. Ich habe einfach an jedem Alkohol getrunken. Genau. Du musst uns sowas mitteilen, Sandy. Nö. Guck, Limo, ich habe gesagt, dieses Mal wird mich nicht einmal Alk treffen. Und Francesco! Ja, ey, schon wieder. Okay. Eine Runde passt noch. Ja, Falco angetrunken ist schon ein bisschen. Ja. Ich werde dann schräg. Ey, Falco, weißt du noch, Junge, als wir beide so schräg waren? Ja! Am Weihnachten! Stimmt! Wir haben diese Videos gesehen, wo Falco gesungen hat. Oh nee, was der Böse! Boah, der Eklige? Was ist denn der Eklige? 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 Hä? Boah! Was ist das? Ey, das sieht geil aus! Was! Grab Soda! Okay, der sieht ungesund aus. Oh, meins ist aber so bio, auf Edel angelegt. Guckt euch das an, wunderschöne Flasche. Schön. Chardonnay, Traubensaft. Chardonnay, Alter. Chardonnay, mein Blas. Ey, kannst du es aufmachen? Ich schwöre, so schmeckt Plastik in flüssig. Boah, ist das Plastik in flüssig? Boah, das riecht nach so Kaugummi, nach so billig Kaugummi. Ja, ja, ja.
Ahnung. Ja, passt schon. Ich will das nicht probieren. Das Spiel macht gar keinen Sinn, ne? Alle ja. Kriegen alle ja. Kriegen alle. Er ist wirklich lecker. Geile Challenge, Alter. Lass mal probieren, Digga. Und wie geht's euch so über der Januar? Keiner hat was hochgeladen, Hammer. Wie war Weihnachten? Ich hab was hochgeladen, sogar noch im Januar. Ein Placement. Check das Video aus, das ist für Bundeszentrale für politische Bildung. No, so, no Werbung. Da, da wurde ich hier eingestellt, Alter, weil ich professionell bin. Das ist ein Pfeffi, oder? Ist das ein Pfeffi? Was mal riecht? Pfeffi? Also das riecht und schmeckt gut. Das ist ein Pfeffi, glaube ich. Pfeffi. Oh, sag die mal. Pfeffi. Riecht auf jeden Fall süß, irgendwie. Also nur 25%. Ah, nur. Nur, ah, das ist ja gar nichts. Für Falco ist das gar nichts, Alter. Das hier ist so 40, oder das? Das nee, nicht. Er ist so schräg. Okay. Ah, Saft. Ah, Saft, glaube ich, oder so. Doch, du so warst Eik. Was für ein Zufall. Oh, mein Saft. Oh. Also hab ich Limo, ne? Ja, ja. Boah, was ist das? Ah, ich oh, so, nein. Ne? Boah, das ist der. Boah, die kostet so 2 Euro. Du das kennst ist so ihn, oder? Standard-Hugo damals. Malle-Getränk, oder? Ey, aber Iso, Junge, kennt ihr noch damals die blauen Flaschen von Aldi? Komplett blau waren, so Iso? Boah, ich hab das nie probiert, ich hab einfach nur so genickt, um dich zu unterstützen. Boah, das war so lecker, Alter. Okay, ich bin nicht der Einzige. Kann ich ein Glas haben? Ich will das nicht ablecken. Nein? Hugo, magst du so damals, Weißwein, oder? Damals war es lecker. Nee, eher Sekt, Bruder. Ich dachte, du trinkst das jeden Tag. Mhm. Ist das nicht dein Getränk? Nee, Wodka. Stimmt, das Beste, das Gesündere. Die Gesündere. Gorgi. Oh, auf Edel angelehnt, danke. Junge. Na, auf ein erfolgreiches Jahr 21. 22. Auf bessere Zeiten. Ich genieße, ich genieße. Oh, schmeckt nicht schlecht, aber halt, ne? Mhm. Boah, das ist, ich bin ja schon Schrecke. Schrecke. Ich bin mir sicher, meine Mama ist Holger. Lassen wir das, okay? Und wie, meine Schwester ist so gemein! Nein, ist mir klar. Ey, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß mit dem Video, ne? Ich bin mir sicher, dass manche Leute erwarten, dass wir alles komplett austrinken, Leute. Hey, das kennt ihr nicht von uns. Du merkst es mal, Limo. Ich verspüre was gar. Also. Ja, Alkohol! Ja, gönn dir. Vor allem auf professionell noch extra Prozent zahlen, Junge, Alter. Hab ich mit Liebe gemacht. Ja, komm. Boah, ich bin schräg, ne? Ich sag's nicht. Ich auch, voll. Echt noch nicht vielleicht. Ich habe hier Limo. Ist das Limo? Was ist denn Aronia Mild Saft? Aronia Saft? Was ist denn Aronia, Alter? Ist das denn Limo? Oh, Maracuja-Likör mit Wodka, als ob es mich treffen sollte. Bärbelchen. Bärbelchen. Mit Kirsche. Ja, stimmt. Ja, chillig, lecker. Ich glaube, das ist gesund, weil das schmeckt echt scheiße. Sogar aus Köln. Das schmeckt wirklich, wow. Als ob man einen Granatapfel rausgepresst hätte. Meinst du, das sind so süße Shots? Das ist einfach Urin vom Bärbel, Alter. Mm-hmm. Wow, das muss ja was Gutes an sich haben. Was ist das? 12 Gramm Kohlenhydrate, davon 5 Gramm Zucker. Das hat ja nichts. Eiweiß, nichts. Salz, 0,003. Was, warum sollte ich das trinken? Aber es ist vegan, oder? Sogar auf Russisch hier. Danny Appetitle Zennis in 100 Milliliter. Ah, klaro. Ah, okay, das ist das. Ich glaube, das war das Beste, was ich jemals hatte. Auf jeden Fall 100% Saft. Auf jeden Fall 100% schräg, glaube ich. Nächste Runde. Noch nie, wieder Podcast Limo. Vor 2 Tagen. Möchtest du? Nee, geht gut. Nee, aber nicht gucken, gell? Nicht gucken, gell? Guck mir in die Augen. Saft. Enttäuscht. Warte kurz, zeig mal, was du da hast. Nee, das muss ich dir nicht zeigen. Warte mal kurz. Boah, ich habe eine Idee. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Warte mal, sie hat Alk. Saft ist hier. Kleine Mausi. Ich krieg Saft. Oh, lecker Saft. Aber oh, wollen wir tauschen? Vollpfosten steht hier. Das passt zu mir. Bärenmet, Alter, was ist das? Bärenmet, Junge. Met ist Fleisch, das ist mit 2 T. Ja, stimmt. Ja, ein bisschen Honig, oh, wie lecker! Oh, wie lecker! Honig. Ja, voll nach Honig! Wie nochmal? Was ist da drin? Honig. Bin mir nicht sicher. Was ist da? Honig. Honig. Oh. Ey, ich hab so eine fleckige Lache. Francesco, was steht hier? Was steht hier? True Fruits. Aber eigentlich müsste man ein Video machen, Falco so Begriffe aufschreiben und muss sie einfach nur sagen. Das Video. Falco liest Sachen. Wir haben Falco mal so Filmtitel vorlesen lassen. Ja, das war so witzig. Auf Indisch? Auf Englisch. Achso, auf Englisch. Auf Indisch. In der Gatorade hier. Mountain
Mountain Dew. Ey, das stimmt nicht. Mountain Dew. Ja, meins schmeckt gut. Aber ja, meins schmeckt auch top. Freunde, das war's mit dem Video. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war funny. Wenn es euch auch gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes zusammen drehen könnten. Schaut bei Sandy und bei Falco vorbei. Alles in der Beschreibung verlinkt. Und diese Videos hier könnt ihr auch abchecken. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, bleibt schön gesund. Und gut laufen. Tschüss.